Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. So, da ich die jetzt am Backen hängen habe und ich habe vorhin schon mal gerade angefangen aufzunehmen, bin dann aber aufgrund eines relativ blöden Zufalls gestorben, hatte aber auch nicht mehr gespeichert zwischendurch. Von daher können wir das jetzt einfach gerade nochmal neu machen. Also wir gehen jetzt erstmal mit denen rüber zu den Druiden, möglichst hintenrum, dass da nicht allzu viel Stress gibt. Und dann haben wir wo wir haben jetzt ja eigentlich schon Gewitter. Was sagt mein Inventar? Wir haben noch Geld. Vielleicht haben wir einfach Glück und ich kann mir das mit dem Gewitter sparen. Dann gehe ich mal direkt auf den toten Acker. Wäre natürlich noch praktischer. Haben wir uns mal schön 500 Orens gespart. So, dann werde ich nämlich erstmal dem Golem hier das... Ja, ich weiß. So, Pylon 1. Pylon 2. Ja, ist ja gut. Lass mich mal gerade bitte in Ruhe. So. Genau. Ich weiß gar nicht, ob Siegfried jetzt hier mit dabei ist. Okay, das scheint hier... Hier, komm. Noch einen, den wir hier mit einem starken Angriff nehmen können. So, dann will ich da jetzt aber ganz gerne mal... Vielleicht bleiben die auch einfach da, wer weiß. Siegfried war ja auch nicht dabei. Sehr gut. So, dann jetzt bitte mal den Stab einsetzen. Sehr schön. Weil ich hatte vorhin die Pylonen aktiviert, ohne den Stab einzusetzen. Und dann bin ich halt von einem Blitzschlag erledigt worden. Ich habe jetzt vergessen, die Tränke zu nehmen. Beziehungsweise habe ich überhaupt welche. Ah, zumindest sind die Jungs noch da. Die helfen mir hoffentlich. Was haben wir denn an Tränken da? Das wäre für Heilung. Regeneriert die Ausdauer. Ansonsten Saphir, Nierenfett. Auch das regeneriert die Ausdauer. Schleifstein möchte ich, glaube ich, ganz gerne verwenden. Auf das normale Schwert, bitte. Ich schlitze euch auf, haariger Affe. Affe? Ich weiß ja nicht. Moment. Zack, so. Okay, wir machen so gut wie keinen Schaden mit dem. Oder relativ wenig zumindest. Bringt es denn was, wenn wir hier die Pylonen... Ich habe schon wieder nicht gespeichert. Sag mal, was ist denn los? So ein verdammter Mist. Arg. Mann. Ist ungewohnt ein Spiel. Also, meistens Spiele, die ich ja in letzter Zeit gespielt habe, waren ja Autosave-Funktionen. Oder Spiele mit Autosave. Na gut, dann machen wir diesmal es nochmal neu. Ich muss mir jetzt hier wieder angewöhnen, die Quicksave-Funktion zu benutzen. Und so lang war das jetzt auch wieder nicht her. Also ich dachte, es würde dem vielleicht ein bisschen Schaden machen, wenn wir das hier anwenden. Da wir jetzt halt echt das Glück haben, dass es im Moment regnet. Und gewittert, können wir halt den Golem auch so schon mal angehen.
sparen uns halt einfach mal die 500 Orins. Aber das habe ich ja schon gesagt am Anfang der Folge. So. Dann gucke ich mal, ob ich vielleicht jetzt schon... Nee. Scheint mir nicht so. Na dann. Hauen wir euch erstmal platt. Komm, haut zu. Geralt, mach mal was für dein Geld, bitte. Autsch. So, machen wir schon mal Gruppenkampf. Kann ja auch nicht schaden. Verteidigt euch. Ich verabscheue euch, Leute. So, der dürfte schnell erledigt sein. Alles klar. So. Dann hauen wir hier mal den Blitzableiter rein. Kann ich jetzt noch? Nee. Mache ich dann gleich. Einmal speichern. Na, geht wohl auch erst nach der Sequenz. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen, aber... Wir haben ja zum Glück noch unsere Ablenkung da, wie mir scheint. So, gespeichert, danke. Ablenkung. Ich schlitze euch auf, haariger Affe. So, wenn ich das jetzt aktiviere... Ah, wahrscheinlich muss der hier in den Steinkreis rein. Genau, lock den mal her. Danke, und... Nein. Ich habe auch das Stahlschwert gezogen. Vielleicht ist es sinnvoller, das Silberschwert oder gar kein Schwert gezogen zu haben. Müssen wir mal gucken. So, den noch aktivieren. Dann locken wir ihn mal rüber. Schwert habe ich jetzt keins gezogen. Mach gerade nochmal einen Quicksave. Und... Ah, es hat, glaube ich, funktioniert. Vielleicht kriegen wir ihn ja so einigermaßen platt. Und? Jawohl. Jetzt ist allerdings auch unsere Ablenkung durch. Hm. Dann komm mal hier rüber. Ja, so ist das fein. Zum Glück ist er jetzt nicht allzu schnell. So. Die Skoyatel werden erledigt. Oh, doch noch nicht. Da war er leider nicht in Reichweite. Müssen wir halt nochmal neu aktivieren, das Ganze. Dumm-di-dumm-di-dumm. Na komm. Sein braver Golem. Und zack. Hat ihm, ja, ungefähr die Hälfte jetzt, glaube ich. Hälfte bis zwei Drittel. Zum Glück ist Geralt etwas schneller. Reicht das noch? Nein, glaube nicht. Nee. Okay, sobald der Golem also außen ist, gehe ich drauf. Da muss ich echt drauf achten. Und vielleicht dann mal... etwas öfter speichern. Also Waffen scheinen bei dem ja erstmal nicht allzu viel zu bringen. Von daher sagen wir einfach mal, ich lasse die stecken. Speichern nochmal, komm her. Bam. Oh, jetzt habe ich auch meine Leute schon zerlegt. Naja. Ein wenig Verlust ist ja immer. So, nächste. Wieso gehe ich denn jetzt drauf? Hier war nur noch, der war noch im Kreis drin und irgendwie noch Leute da. Also,
Ja, so ganz peile ich das noch nicht mit diesen Blitzen. Aber so kriegt man wenigstens relativ schnell platt. So, komm mal her. Jetzt, ja gut, das ist der. Ach, renn doch nicht da rein, Geralt. Trottel. Also wir müssen außerhalb von diesem Radius bleiben und gucken, dass der Golem hier in diesem Dreieck drin ist, was im Moment gerade nicht so gut aussieht. So, jetzt einmal speichern bitte. Ist jetzt zwar die ganze Skrojatell auch draufgegangen, aber was soll's. So, er ist drin. Jetzt nicht mehr. Speichern einfach mal nach jedem erfolgreichen, ja, nach jeder erfolgreichen Runde mal hier ab. So, genau, komm du mal darüber. Wo rennst du? Ach, du rennst mir jetzt hinterher, oder wie sieht das aus? Na, dann rennen wir einmal so. Und einmal so. Der rennt mir echt scheinbar ziemlich stupide hinterher. Geht das? Rennen. Ja. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Das waren jetzt zweimal mit dem Blitz getroffen. Okay. Dann, was haben wir da? Den Sephira und das Golem Obsidianherz. Nicht schlecht. Juhu! Bewahrer besiegt. Dann geht's jetzt mal ans Plündern. Ich glaube, die. Echt, die haben wirklich relativ viel Geld dabei. Das ist gut. Schwert, Schwert, Überreste. Ich glaube, das waren die Skojatel. Das mit den Schwertern des Ordens müssten dann halt die Ordenskrieger sein. Und die haben, wenn die alle 50 dabei haben, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, ein Kampfhammer des Ordens. Aber ich fürchte. Fürs Erste haben wir erstmal genug mit. Aber wir haben, gerade gucken, ordentlich Geld gemacht. Nicht schlecht. Super, hätten wir das geschafft. Freut mich. Speichern wir das Ganze auch nochmal gerade ab. So. Was sagt denn unser Questlog? Wir haben jetzt. Genau, zu Vaska. Stimmt, die sollte ich ja auch noch. Ich glaube, dann machen wir das jetzt mal erst. Aufklärung. Alle Angreifer sind tot. Ja, genau. Genau wie die anderen. Ich glaube, das mit der Aufklärung geht schneller. Ah, kommt ungefähr das Gleiche raus. Dann gehe ich, glaube ich, doch zuerst zu Vaska, oder? Ja. Und die da hinten, ich glaube, die lasse ich jetzt auch einfach mal Ertrunkene sein. Von daher, da können wir einfach dran vorbeilaufen. Spare ich mir gerade mal die Zeit und die paar XP, die es gibt. Und schon sind wir bei den Ziegelbrennern angekommen. Geht der Querfeldein doch angenehm schnell. Hallo Hund. So, da sind noch ein paar Ertrunkene. Vaska ist wahrscheinlich wieder in ihrer Hütte, oder?
Warum ist denn da auf? Vaska, bist du da? Ja. Die Wassergötter sind nahe. Die Droiden haben den Jungen nicht geholt. Ich finde ihn und sorge dafür, dass er wohlbehalten zurückkehrt. Der Junge ist fort. Möge das allen zur Warnung gereichen. Wir müssen bereit sein. Bereit wofür? Die Wassergötter sind nahe. Das Leben im Sumpf muss langweilig sein. Wir können uns nicht beklagen. Tagsüber arbeiten wir, abends erzählen wir Geschichten und würfeln. Oh nein, lebt wohl. Die Wasser sollen über die Ufer treten, gleich einem König, der seinen Thron besteigt. Gut, wir hätten jetzt also Bescheid gesagt, dass die Druiden ihn nicht haben. Was sagt denn die Quest jetzt? Verfolgen beenden. Ich habe die noch markiert, habe glaube ich aber jetzt keinen Questpunkt mehr, nein. Okay, hier soll es wohl scheinbar noch irgendwo eine Höhle geben. Vielleicht sollten wir bei den Holzfällern mal nachfragen. Vielleicht haben die ja noch eine Idee. Hast du vielleicht eine? Hallo? Mädchen? Nee. Mädchen will nicht. Großfertig ins Haus haben wir ja auch noch irgendwo rumstehen. Ich glaube, ich gehe dann doch aber erst nochmal, wenn wir eh schon mal mehr oder weniger auf dem Weg sind, hier oben zu den Anderlingen. Und dann können wir nämlich da mal noch vorbeischauen. Hier ging es zu dem Haus des Großväterchens. Ich weiß nicht, ob da jetzt jemand drin ist, von daher, wir haben es ja zumindest mal quasi jetzt gefunden. Dann will ich nämlich erstmal die andere Quest abgeben. Geht nicht, weil hier, ja, außenrum Zeug ist. Also ne, hier kommen wir auch nicht weiter. Wie mir scheint. Hallo, ertrunkener Tod, dann rennen wir einfach mal hier durch. Ach, Magierturm, wie nett. Wie gesagt, euch ignoriere ich gerade mal fix. Möchte eigentlich nur kurz zu den Ausgestoßenen. Und dort dann Bescheid sagen, dass wir, ja, dass halt die Leute des Ordens tot sind. Oh, ich habe allerdings auch Hunger, wenn ich das mal so... Oder ist er jetzt wieder im Druidenlager? Da ist er. Ich dachte gerade schon. Ja? Ich habe die Einheit hingeführt. Und wir sind auf ein paar Ordensritter gestoßen. Ich gehe davon aus, dass ihr erfolgreich wart. Ich bin überaus erfreut. Hier ist eure Belohnung. Aber wir haben weder Hafkas noch Waffen gefunden. Wir beschaffen uns die Waffen schon. Die Däune kommen gewiss, um unser Gold zu holen. Wichtiger ist jedoch, der Orden wurde besiegt. Ihr werdet noch von mir hören. Ich bin sicher, das werde ich. Ich habe ein paar Nachforschungen bezüglich des Hexers, der vor euch im Sumpf war, angestellt. Habt ihr etwas rausgefunden? Er wurde von Däune geschnappt, die das Salamanderabzeichen tragen. Er leistete keinen Widerstand. Also ist er nicht tot. Aber warum hat er seine Ausrüstung versteckt? Vielleicht hat er geahnt, dass sie kommen würden. Seid auf der Hut, Gwynblade. Danke, Yevin. Das sind ja doch erfreuliche Neuigkeiten.
Und scheinbar lebt Berengar dann doch noch. Hm, nicht schlecht. Wir haben jetzt das Vertrauen von Yevhen. Können wir in der nächsten Folge mal gucken, ob wir mit ihm noch ein bisschen reden können. Oder ob der irgendwas Neues hat. Dann schauen wir noch bei dem Haus des Großvaters vorbei. Und ja, mal schauen, was wir dann. Und ja, gucken wir vielleicht den Jungen noch irgendwo finden. Der sieht ja lustig aus. Echt wie so ein typischer Gartenzwerg. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.